So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ultramond. Hier ist es ein bisschen kühler in der, ich glaube, ist noch immer die Siegestraße. Oh, was jetzt? Was ist alles nur für den Gift-Hieb hier? Dieser. Ah, ich dachte, hier geht's weiter. Ja gut, das ist, den Gift-Hieb hätten wir uns auch im letzten Part holen können. Aber ich dachte, hier geht's tatsächlich weiter. Nun gut, da habe ich mich wohl geehrt, Mesdames et Messieurs. Das ist auch nicht weiter schlimm und auch nicht weiter tragisch, denn wir können hier gleich weitermachen. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Wie komme ich an die Items da oben ran? Moment, kann ich das einfach... Ah ja, das kann ich einfach nach unten schieben. Ah, okay, ich dachte, man kann das nicht in den Spalt da reinschieben. Okay, ja gut, dann gehen wir nochmal kurz raus und resetten das ganze Szenario. Ich habe offscreen, habe ich JJ auf ein adäquates Level trainiert, nämlich Level 55. Und ich muss sagen, diesmal war das Training so viel angenehmer. Ich habe vor der Siegerstraße, also vor diesem Höhleneingang trainiert. Und dort waren einfach alle Pokémon, hatten eine Schwäche gegen... Oh, jetzt nicht ernsthaft. Ich bin auch manchmal ein Idiot. Hatten einfach eine Schwäche gegen Kampfattacken. Von dem her war das ziemlich angenehm, muss ich zugeben. So, ah, der Stein bleibt unten. Okay, das ist sehr, sehr, sehr gut. Dann schieben wir dich auch da rein. Ich dachte am Anfang, man könne diese Felsbrocken da nicht nach unten schieben. Deswegen bin ich gar nicht erst auf die Idee gekommen, die nach unten zu schieben. Logischerweise. Aber... Ich weiß ehrlich gesagt noch immer nicht, ob das die Siegestraße ist. Also für mich kommt es wie eine Siegestraße rüber. Und dieses Feeling, das taucht ja auch auf. Also habt ihr nicht ja auch dieses Siegestraße-Feeling vor euch? Ich weiß es nicht. Ich hab's auf jeden Fall. Aber ob es jetzt dann schlussendlich wirklich eine Siegestraße ist, das werden wir wahrscheinlich erst am Ende dieser womöglichen Siegestraße erfahren. Also war das jetzt wirklich schon alles? Weil hier sieht es auch... Also es riecht so ein bisschen nach Ende. Riecht hier den... Ah, ne? Moment. Ach so, das sind einfach zwei verschiedene Wege. Riecht ihr den Geschmack, der uns sagt, hier kommt das an Ende, Mesdames et Messieurs. Ich auf jeden Fall. Sind das Doppelkämpfe oder kann ich auch gegen dich einzeln kämpfen? Hey du! Jetzt wird's ernst, denn in diesem Kampf musst du dich gegen zwei Schwarzgurte durchsetzen. Okay, tatsächlich sind das Doppelkämpfe. Wir haben auch an zweiter Stelle. An erster Stelle ist JJ, damit wir damit auch mal ein paar Kämpfe bestreiten. Oh ja. Wir haben sogar insgesamt kombiniert drei Pokémon. Ninfu und Kostur. So, okay, das sollte jetzt, glaube ich, hoffe ich, kein allzu großes Problem darstellen. Cruella, würde ich sagen, übernimmt Ninfu und Kostur. So wird von unserem JJ gekontert oder besser gesagt in Schach gehalten. So, reicht ein Flammenwurf aus von Ninfu? Wir sind immerhin mit 6 Level drüber und Ninfu ist noch nicht voll entwickelt. Von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Flammenwurf ausreicht. Aber es könnte genauso gut aushalten. Also diese, ich weiß, ihr habt es mir auch gesagt, das liegt an meinem 3DS. Wenn man den New 3DS hat, dann leckt es nicht so sehr. Aber das nervt trotzdem. Oh Gott, wow. Oh, strategisch gar nicht mal so schlecht. Was heißt gar nicht mal so schlecht? Strategisch sogar sehr, sehr, sehr gut. Wow, das, ich bin ein bisschen überrascht, dass da doch so ein kluger Zug da vom Gegner gekommen ist. Aber gut, man kann es wahrscheinlich auch nicht anders erwarten, denn so langsam nähern wir uns ja dem Ende entgegen und am Ende werden die Gegner ein bisschen stärker. Wobei ich am Anfang mehr Probleme mit den ganzen Kämpfen hatte als am Anfang. Wenn das die Siegestraße ist, falls das die Siegestraße ist, müssen wir doch am Ende gegen Tali kämpfen, oder? Hat er nicht gesagt, dass wir am Ende gegen ihn kämpfen, oder bilde ich mir das einfach ein? Also ich weiß, dass er gesagt hat, wir müssen gegen ihn kämpfen, wenn alle Prüfungen und so weiter und so fort vorbei sind. Aber hat er gesagt, am Ende der Siegestraße, oder bildet mir das ein, weil man am Ende der Siegestraße normalerweise immer gegen den Rivalen kämpft? Keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, JJ sieht jetzt voll entwickelt, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so cool aus. Die Vorentwicklung haben mir irgendwie besser gefallen, einfach rein vom Aussehen her. Jetzt hat es einfach unheimlich viele Schuppen. Es sieht auch irgendwie okay aus, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie sieht es aus wie so ein bisschen so ein verkrüppelter Drache, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber vielleicht findet ihr das Aussehen deutlich besser. Kann auch sein. Ja, versuch mal gegen nur einen zu kämpfen. Kämpfe ich jetzt nur gegen dich? Nee. Okay, das ist ein bisschen fies. Also in anderen Spielen könnte man das so machen, dass man die Doppelkämpfe aufsplittet in zwei einzelne Kämpfe. Hier ist es leider nicht möglich. Wieder drei Pokémon. Cravel und Resladero. Resladero. Oi. Cravel und Resladero. Beides richtig, richtig coole Pokémon. Cravel hatten wir bis vor kurzem noch im Team, Resladero eher weniger. So, ich gehe auf Nummer sicher, und zwar greife ich mal beide Male Cravel an, weil, keine Ahnung, theoretisch könnte Resladero irgendwie
sich verpieseln und ich weiß nicht, ob ein Flammenwurf ausreicht, um Kavel zu besiegen. Tatsächlich reicht sogar aus. Sehr gut, dann war es gar nicht mal so gut, dass ich jetzt Durchbruch eingesetzt habe. Außer er hat noch ein Pokémon. Himmelsfick. Uiuiui. Uiuiui. Wir hätten lieber das AD rausknocken sollen. Okay. Jetzt ist die Frage, reicht ein Flammenwurf sollte reichen. Okay, es war ein Volltreffer. Okay. Aber Flammenwurf sollte definitiv reichen. Dann setze ich mit JJ in Drachentanz ein, weil wir werden wahrscheinlich eh nicht mehr zum Zug kommen. Und Flammenwurf reicht hoffentlich aus, um das AD rauszuhalten. Sonst müssen wir einen Himmelsfeger aushalten. Und ich glaube, JJ wird dem nicht standhalten. Aber gut, das ist hier Teamwork. Wir arbeiten im Team, Mesdames et Messieurs. So kommt man immer im Leben weiter. Nicht immer, aber meistens. Für manche bedeutet ja Team toll, ein anderer macht's. Hihihihi, witzig, spritzig, tradala. So, Panda-Gruppe. Also die Pokémon sind auch schon mal auf einem, ich sag mal jetzt, entwickelteren Stadium als die vorherigen Pokémon. Von dem her, ich weiß nicht so, je weiter ich das Spiel spiele, desto mehr Spaß macht es. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich erstmal wieder reinkommen musste in dieses Pokémon-Spiel. Aber am Anfang war es so ein bisschen zäh. Es hat sich gezogen wie so ein Kaugummi. Die ganze Zeit irgendwelche Story-Elemente. Hier gegen Ende gibt es ja auch Story-Elemente. Aber irgendwie fallen mir die nicht so negativ ins Gewicht wie die am Anfang. Ah, keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch einfach falsch. Vielleicht war das Spiel von Anfang an mega. Ist es Necrozma? Ist es jetzt ernsthaft Necrozma? Ich speichere auf jeden Fall vorher. Das habe ich jetzt hier gar nicht erwartet. Was treibst du denn hier? Alles gut? Necrozma liegt kraftlos und ausgelaugt am Boden. Willst du das Licht deines Zeitkristalls auf Necrozma richten? Ja klar, wieso nicht? Helfen wir ihm mal. Lino! Wir können es fangen, oder? Jetzt können wir es fangen. Welches Level hat es denn? Hey Necrozma! Wieso hast du Lino gesagt? wer ist denn Lino? Ist das ein guter Kollege von dir? Was Level hat es? 50. 65! What the fuck? Okay, können wir jetzt den Eisenapfel? Ich würde es ehrlich gesagt nicht gerne mit einem Meisterball fangen, sondern eher mit einem. Wir haben keine Hyperbälle. Ich habe keinen einzigen Hyperball gekauft. Ich habe offscreen ein paar Sachen gekauft, aber keine Hyperbälle. Ah, schade. So, versuchen wir trotzdem mal unser Glück und werfen mal einfach auf gut Glück einen Flottball. Wir sind immerhin noch in der zweiten Runde. Da sollte Flottball noch effektiver sein als der normale Pokéball. Wir haben nämlich nur einen Hyperball. Eins, zwei. Ernsthaft? Ist das normal, dass es so leicht zu fangen? Hat es so eine geringe Catchrate? Es ist immerhin Level. Also, ich habe gedacht, irgendwie. Es wird mega schwierig zu fangen sein. Aber gut. Hatte ich jetzt einfach mega mäßig Glück oder ist das? Es hat wahrscheinlich eine geringe Catchrate, kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem. Hätte ich gar nicht erst angreifen müssen. Damit haben wir unser nächstes legendäres Pokémon, Nummer 400, in Pokédex, aber nicht im Nationaldex, denn da wird es irgendwie irgendwas mit, weiß nicht, 800 irgendwas haben. So, ist mir aber egal. Gebieter, vom Typ Psycho. Nur vom Typ Psycho? Okay, sieht ziemlich interessant aus. Gebieter, Licht ist seine Energiequelle. Kann es dieses nicht verschlingen, sammelt sich Unreinheit an und es wird schwarz und regungslos. Ist es normalerweise weiß? Nee, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Ist es denn jetzt in seiner bösen Phase und dieses Ultra-Necrozma ist eigentlich die gute Phase? Oder wie soll ich das verstehen? Auf jeden Fall kommst du erstmal auf die PC-Box. Was? Oh, ach so, es hat noch einen Zeitkristall. Okay, das haben wir den jetzt an uns genommen? Ich glaube schon. Tschüss, Necrozma, war nett mit dir. Es hat einen Zeitkristall fallen gelassen. Wer ist das denn? Wir haben ja schon einen. Hey, den haben wir doch schon. Da haben wir jetzt zwei. Faszinierend. Ah, du schon wieder. Nee, Moment, das ist gar nicht Fabian. Wer war das nochmal vom Ultra? Das war aber auch vom Ultraforschungs... Nee. War das von der Ether von dir? Ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Es freut mich, dich wiederzusehen, Fuka. Selbst für jemanden wie dich ist es eine bemerkenswerte Leistung, das Vertrauen von Necrozma zu gewinnen. Ich bin ganz fasziniert davon. Deshalb möchte ich dir etwas schenken. Das Ultra-Forschungsteam hatte mich mit der Entwicklung einer neuen Maschine beauftragt, mit der sich selbst Necrozma kontrollieren lässt. Da mir der Gedanke jedoch missfiel, habe ich mir erlaubt, einige Verbesserungen daran vorzunehmen. Die Maschine ermöglicht es Necrozma, noch mehr Kraft zu entlocken. Wie das funktioniert? Es ist ganz simpel und doch genial. Die Maschine kann Necrozma mit dem legendären Pokémon sogar Leo fusionieren. Ah, das ist der Achromat
1198 oder wie ich ihn zu nennen pflege, Necrosol. Oh, wir haben das Necrosol bekommen, das legendäre Necrosol. Und da ist dieses Zeichen von so ein, wie heißt es nochmal, so ein Leo? Und das ist noch nicht alles. Ich habe auch eine Maschine entwickelt, die Necrosmo mit dem legendären Pokémon Lunala fusionieren kann. Ah, das ist der Akromat 1199 oder wie ich ihn zu nennen pflege, Necroloon. Jede Menge Geschenke, die wir hier bekommen, das gefällt mir ganz gut. Ach ja, da fällt mir ein. Wie höre bist du Lunala bzw. seine erste Entwicklungsstufe Cosmo zum ersten Mal auf dem Mahalo-Bergpfad begegnet. Einem Trainer wie dir gelingt es sicherlich auch, die gewaltige Kraft von Necrozma und des legendären Pokémon richtig einzusetzen. Auch ich habe schon meine Erfahrungen mit der Fusion von Pokémon machen können. Aber damit will ich dich jetzt nicht belästigen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinen Reisen. Ja, dankeschön. Hier gibt's doch ziemlich nette Leute, muss man sagen. Auf jeden Fall setzen wir nochmal einen Schutz ein. Also Necrozma, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich es hier absolut gar nicht erwartet. Ich dachte, wir müssen wieder durch eins dieser Löcher da kriechen. Geht's hier weiter oder geht's hier oben weiter? Ich glaube, hier oben geht's weiter. Ja, hier oben geht's weiter. Diese Laternen, oder beziehungsweise diese Feuerdinger da, diese Fackeln sollen uns den Weg leiten. Aber erstmal will ich mir hier ein Item holen. Ah, schade. Ich dachte, vielleicht wäre es eine TM. Aber X-Spezialverteilung ist auch okay. Die Statuswerte bei uns sind deutlich besser, aber diese X-Items kann man ja auch notfalls irgendwann mal einsetzen. So, ja gut, das war ein positiver Augenblick, Mesdames et Messieurs, für mich, aber diese Siegerstraße ist nebenan noch nicht vorbei. Nee, das geht definitiv noch weiter, aber jetzt erstmal schauen wir uns hier um. Was ist jetzt diese Eisblocken? Ist diese Eisblocken dazu da, damit sich Evoli weiterentwickelt? Es gibt ja, damit sich Evoli zu Glaciola entwickelt. Ich weiß nicht, ob das in der neuesten Generation noch immer so ist, aber in der vierten Generation war es auf jeden Fall so, dass man es bei diesem Eisblocken entwickeln musste. Oh, Pyroleo. Ist es Pyroleo? Stand das da gerade? Das hatten wir auch im Team. Oder? Ja doch, Pyroleo hieß es. Mufasa! Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ey, wenn wir jetzt diesen, wenn wir Schallschutz gehabt hätten. Wir haben leider die Fähigkeit Kugelsicher. Wir sind bulletproofed, aber leider können wir den Schall nicht abwehren. Obwohl, ich muss sagen, die Fähigkeiten, die es haben kann, nämlich Schallschutz und Bulletproof, also Kugelsicher, finde ich, passen auch ganz gut dazu, weil es hat ja so mehrere Schuppen und diese Schuppen wirken fast schon wie so eine Ritterrüstung. Von dem her, also klar haben sich Game Freak Gedanken darüber gemacht, aber ich finde, sie haben sich da richtige Gedanken gemacht. Also von wegen, also sie haben auch die richtigen Schlüsse daraus gezogen. So, bin ich schneller als Milotic? Wir sind megamäßig langsam, aber wir sind auch overleveled, verdammt. Wir sind natürlich nicht schneller. Wird es ein One-Hit-Kill? Natürlich nicht. Es paralysiert! Perfektissimo, das war mein Plan. Und jetzt sollten weitere Donnerblitz ausreichen, um das Milotic zu besiegen. Da hatten wir echt ein bisschen Glück, aber gut. So ein Blizzard, den Blizzard hätten wir auch ausgehalten. Und jetzt bekommen wir einen Volltreffer, der völlig unnötig war. So, wie gesagt, wo bin ich eigentlich stehen geblieben? Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob, ob ich mir das nur einbilde, aber wirklich, mir macht das Spiel, je weiter es voranschreitet, mehr Spaß. Irgendwie, am Anfang war es so, jetzt habe ich schon mal gesagt, war es ja so ein bisschen zäh, aber... Ah, das ist sowas, was mir am Pokémon gefällt. Klar, Pokémon hat jetzt... Wenn wir Nerdkräfte aushalten? Uiuiui, das macht viel zu viel Schaden. Klar, Pokémon hat jetzt nicht die allerbeste Story. Pokémon hat definitiv mehr als genug Schwächen und so weiter und so fort. Aber... Ja, trotzdem, es macht irgendwie Spaß. Pokémon macht einfach Spaß, das kann man dem Spiel nicht... nicht abstreiten. Und ja, dementsprechend macht es mir auch Spaß, so. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, so, ey, also so, es hat mir schon am Anfang Spaß gemacht, aber ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, so, ah, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ich bin jetzt noch immer froh, wenn es vorbei ist, weil, dieses Projekt zieht sich so lange hin, aber, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob es falsch rüberkommt, was ich gesagt habe. Also, wie gesagt, das hat mir schon am Anfang Spaß gemacht, aber jetzt nicht so sehr. Am Anfang war es auch so ein bisschen, muss ich zugeben, so ein bisschen dieser, ich muss das beenden. Versteht ihr? Weil ich Moment, hier komme ich her, oder? Ne, hier komme ich nicht her. Weil ich es ja angefangen habe, will ich es auch beenden. So, diese Einstellung hatte ich am Anfang, auch wenn es mir Spaß gemacht hat, aber diese ganzen Niederlagen haben mich frustriert so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und, jetzt ist es eher so, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Weil ich will nicht auf den richtigen Weg. Ich will erstmal den falschen Weg abklappen. Aber wir machen auf jeden Fall diese Siegestraße in diesem Part ganz. Egal wie lange es dauert. Außer es dauert
mehrere Stunden, dann natürlich nicht, aber so lange sollte es jetzt eigentlich nicht gehen. Wieso? Hat es nicht normalerweise eine rote Blüte? Oder wahrscheinlich kann es Dingensbums verschiedene farbige Blüten haben. So, JJ ist jetzt nicht so das beste Pokémon gegen Feen-Pokémon. Mir fällt gerade auf, es hat eine vierfache Schwäche, beziehungsweise eine doppelte Schwäche gegen Feen-Attacken. Das ist ja mega beschissen. Also, das ist ja richtig beschissen. Icicle hat zwei doppelte Schwächen, nämlich Kampf und Feuer. Was hat es noch eine? Ne, ich habe nur Kampf und Feuer. Aber es ist schon mehr als genug. Feuerattacken gibt es mehr als genug, von dem her. Kampfattacken sind auch gar nicht mal so schlecht, merke ich gerade. Kampfattacken. Ja, Kampf-Pokémon sind eigentlich coole Pokémon. Dementsprechend, JJ, du bist ein cooles Pokémon. Hä? Komme ich dort jetzt ganz am Anfang raus, wo ich auch schon war, auf der anderen Seite? Ich glaube schon, oder? Jetzt sollte hier der eine Felsen sein, der uns den Weg versperrt zum Anfang der Siegestraße, oder? Hier, ja. Das müsste sein, oder? Ich weiß, ich habe einen richtig beschissenen Orientierungssinn, aber ich glaube, in diesem Punkt sollte ich recht haben. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Habe ich auch gesagt, dass ich offscreen ein paar Items gekauft habe? Hyperbälle zählen natürlich nicht dazu. Doch, ich habe es gesagt, dass ich eine Crossmark gefangen habe, oder? Also ich habe Hypertränke, Top-Tränke, Top-Genesung, Hyperheiler und Beleber gekauft. Nur damit ihr es wisst, nicht dass ihr euch wundert, wieso wir eventuell weniger Geld haben oder dann auf einmal mehr Items besitzen. Seht ihr, das meine ich mit Kampf-Pokémon sind megamäßig nützlich. So, die können so gut wie jedes Pokémon, ja gut, das ist ein bisschen übertrieben, so gut wie jedes Pokémon sehr effektiv angreifen, aber wir können ziemlich viele Pokémon sehr effektiv angreifen. Und ich würde mich freuen, wenn JJ auch Nahkampf lernen würde, aber ich glaube, das dauert noch ewig. Ich habe mir angesehen, wann es die Attacken lernt, und es dauert wirklich megamäßig lang, bis es dann endlich Nahkampf besitzt, beziehungsweise lernen kann. Und ich glaube, im Let's Play wird das nicht mal der Fall sein. Weil Durchbruch ist zwar eine coole Attacke, aber ist halt jetzt nicht die stärkste Kampfattacke. Und mit so einem Nahkampf und dann noch vielleicht Wutanfall, was auch wahrscheinlich ziemlich lange dauern wird, bis wir das lernen können, wäre schon ein starkes Stück. Ja, muss man schon sagen. Diese Schuppenattacke will ich ihm auch noch beibringen. Habe ich gegen dich schon gekämpft? Ja. Okay. So, gehen wir erstmal nach unten, weil ich glaube, unten ist der Fall. Ein Z-Kristall? Einfach so ein Z-Kristall? Gratium Z. Stimmt, den Eis-Z-Kristall haben wir noch nicht. Habe ich den bekommen jetzt? Ich habe den bekommen, oder? Wie teilweise einfach völlig random diese Z-Kristalle verstreut sind, finde ich auch, ja, amüsant. Um es mal so auszudrücken. Also die sind auch, was war das andere? Ich glaube, Flug-Z-Kristall haben wir auch relativ zufällig bekommen von dieser einen Dame. Aber von wem haben wir das eigentlich bekommen? Kam die Person, die uns den Z-Kristall Flug-Aerium-Z gegeben hat, relativ am Anfang des Let's Plays, kam die nochmal dran? War das nicht sogar dieser Forscher, dieser Archeo... ich wollte gerade sagen Archimedes, aber das ist ein anderer Typ. Wie hieß der Typ, der uns jetzt dieses Somalium-Z gegeben, dieses Somalium-Ding gegeben hat. Heißt das Somalium? Alter, ich bringe alle Namen durcheinander. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieser Typ, der uns nach Necrozma angesprochen hat und uns diese zwei Maschinen gegeben hat. Lunalium und Somalium. Nee. Keine Ahnung, wie die Dinger hießen. So, Steinhagel habe ich ihm, habe ich JJ als Coverage-Move gegeben. Oh, nicht ernsthaft. So, aber, reicht das von Morning Q? Ja, eigentlich schon, oder? Ah, nee. Schade. Ganz klappt leider nicht. Dann weiß ich eigentlich, also ich weiß nicht, falls ich eine neue Attacke lernen sollte, wird auf jeden Fall eine Zugabe. Ist auch okay. Ich wollte eigentlich Drachenklaue einsetzen. Aber falls ich eine neue Attacke lernen sollte, werde ich auf jeden Fall Steinhagel vergessen lassen, weil es war ein ganz cooler Move und für die Coverage wäre das auch nicht schlecht, aber so oft können wir den nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. Und er hat halt 99 Genauigkeit und weiß nicht. Andere. Was? Besser berühren, wenn er sich dann festfrieren will. Ah, okay. Ne, besser nicht berühren. Okay, ist es das Ende der Siegestraße? Hm. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Siegestraße war hier kurz, aber sie wirkt schon nicht besonders lang, oder? Und wahrscheinlich bin ich einfach zu gut für dieses Spiel. Natürlich ist es so. So, okay, jetzt wollen wir es natürlich no risk, no fun mäßig darauf ankommen lassen. Wir sind paralysiert zu 100.000% langsamer als Gelatino. Ich wollte sagen Gelatino, aber Gelatino heißt es. Wir sind trotzdem schneller. Unglaublich. Spiegel. Ah, deswegen sind wir schneller.
Okay, ja, setz nochmal Spiegelkleb ein. Und du kannst auch gerne... Ja, jetzt knockt es mich aus. Wieso setzt du jetzt nicht Spiegelkleb ein? Und wieso hattest du überhaupt einen Durchbruch ausgehalten? Es ist eine Frechheit, dass es Durchbruch aushält. So, ne, Cruella will ich nicht reinschicken, weil sie schon ein bisschen overlevelt ist. Wir schicken einfach das beste Pokémon, was man gegen einen Eis-Pokémon reinschicken kann. Nämlich Sarma. Und bei Sarma werde ich, wenn es möglich ist, auch die Attacken ein bisschen anpassen. Da werde ich ihm Laubklinge vergessen lassen und schauen, was es sonst so für Attacken lernen kann. Weil Laubklinge benutzen wir echt zu selten. Ich habe es jetzt einfach nur einmal eingesetzt, damit wir es auch mal öfter eingesetzt haben. Aber so oft setzen wir es halt wirklich nicht ein. So, Traumagil können wir auf jeden Fall Sarma drin lassen. Und hoffentlich reicht eine Schattenfessel aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Pokémon sind allgemein eher defensiv eingestellt, als dass sie offensiv viel ausrichten können. Bei JJ haben wir die Statuswerte angesehen, ist auch eher defensiv verankert. Icy, ganz klar. Cruella auf jeden Fall. Ja, Taser ist spezial angriffstechnisch offensiv wirklich sehr gut ausgestellt. Aber sonst... Ja, okay, Cruella, doch. Die ist die einzige... Cruella und Taser sind die offensiv wirklich deutlich was reißen können. Aber sonst haben wir eher ein defensives Team. Was jetzt nicht schlecht sein muss, aber ich wollte es einfach mal angemerkt haben. Und meine Nase lässt mich noch immer nicht in Ruhe. Ich hoffe wirklich auch jedes Mal, dass ich die Stellen rausschneide. Aber ich glaube, das habe ich bis auf ein einziges Mal, wo ich es dann im Nachhinein rausgeschnitten habe, habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt. So, meine Pokémon sind beide ein bisschen angeschwächt. Das gefällt mir gar nicht mal so gut. Cruella reicht einen Flammenwurf aus. Flammenwurf Phenontor würde ich zuerst besiegen, ehrlich gesagt. Ich setze einfach mal eine Genesung ein mit Ursula. Wieso nicht? Wir können auch mal... Wir müssen nicht so nach vorne stürmen und alles schnell machen. Wir können uns auch ein bisschen Zeit lassen. Ist ja auch alles easy peasy. Ich habe, als ich mit JJ trainiert habe, jede Menge Phenontor besiegt. Und das hat mir jedes Mal Spaß gemacht, weil die haben richtig gute Erfahrungspunkte gegeben. Und wir waren nach einem Schlag besiegt. Von dem her, Phenontor, ich habe dich lieben gelernt. Jetzt ist Ursula wieder schön frisch geheilt. Das ist super. Und als nächstes Despotar. Oh, da hätten wir wirklich JJ gut gebrauchen können. Da wäre JJ wirklich ein Wonneproppen gewesen. Aber gut, sei es jetzt drum. Erstmal ein Flammenwurf. Oh Gott, dieser Sandsturm, er macht mich kaputt. Es sieht einfach nicht schön aus. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann es halt nicht ändern. Ich habe halt diesen etwas benachteiligteren Nintendo 3DS. Aber ja, trotzdem. Ich will mir jetzt nicht einen neuen kaufen, nur damit es halt in ein paar Doppelkämpfen nicht laggt. Ich finde trotzdem, Game Freak hätte das so lösen können, dass es auch auf einer schwächeren Konsole, die auch von Nintendo ist, dass da auch einwandfrei läuft. Das hätten wir durchaus hinkriegen können, aber hätte Fahrradkette schließlich. Haben sie es nicht gemacht, ist jetzt halt so, was soll man machen? Und verdammt, ist Icicle überhaupt schneller als Despotar? Ich bin gerade ein Vollidiot, dass ich Icicle reingeschickt habe. Ich bin wirklich totaler Vollidiot. Oh Gott, jetzt können wir zum Beispiel wieder richtig gut Cruella gebrauchen, die ist aber leider weg vom Fenster. So, ich hoffe einfach, Icicle ist schneller als Despotar und mit Ursula heile ich mich. So, perfekt, das ist. Dankeschön, Icicle, das war schon mal gut. Frostelka soll, glaube ich, aus der 6. Explosion aus jetzt nicht Ursula ausnocken können. Und mit Ursula spielen wir halt ein bisschen tanky, muss man sagen. Eisenabwehr, oh. Das wird eine Freude. Cruella, wo bist du, wenn man dich braucht? Na gut, du bist down gegangen bei einem Erdbeben von Despotar. Kann ich dir nicht übel nehmen, aber trotzdem hätte ich dich ganz gerne an meiner Seite gehabt. So, wir werden auf jeden Fall uns erstmal um wie spricht man das eigentlich aus? Kesurio kümmern? Genau. Gott, bin ich bescheuert. Und danach kümmern wir uns um Frostelka, weil ich habe keinen Bock auf eine Mauer zu schlagen. So, Nachthieb sollen wir locker wegstecken können. Perfektissimo. Und dann hoffen wir mal, dass Eisigel uns viele Treffer bereitet. Aber selbst wenn es fünfmal trifft, wird es nicht viel ausdrücken. Ja, super. Zum Glück ist der Eisigel nicht ganz so schnell, sonst hätten wir ein Problem gehabt bei diesem Gyroball. Aber die Kämpfe sind... ich weiß nicht, ich mag die Kämpfe. Doppelkämpfe sind auch strategisch ein bisschen wertvoller als normale Kämpfe, von dem her... Ja, weiß nicht, mir gefällt es, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kämpfe hier zu bestreiten, auch wenn ich doch ein bisschen im Level... Oh! Okay, Ursula
Rest in Peace. Sie sollte aber noch den Aqua-Durchstoß raushauen können, um wenigstens das böse, böse Cesurio in den Tod mitzureißen. Beziehungsweise, wir werden zuerst den Tod checken und dann werden wir am Sandsturm oder an einer Attacke von Frostelka down gehen. So ist es leider. So ist das Leben leider, aber was soll's. Wir werden dann auf jeden Fall als nächstes These reinchecken, damit wir wenigstens das Frostelka speziell angreifen können und da vielleicht ein bisschen mehr Schaden draufkriegen als mit physischen Attacken. Oh, jetzt hört sogar ein Sandsturm aus. Okay, das hätte ich halt gesagt nicht gedacht. Na gut, dann machen wir erstmal einen Schwerttanz und mit dir machen wir eine Genesung. Weil wir haben Zeit, Leute. Wir müssen uns jetzt nicht beeilen. Wir müssen hier nicht zack, zack, zack auf die Schnelle, auf die Helle versuchen, das Frostelka zu besiegen. Natürlich würde ich es lieber schnell besiegen als langsam, aber ich will auch Ursula nicht draufgehen lassen. Und wie gesagt, wir haben ja Zeit. Und das ist jetzt Risiko-Tag-Klein. Von dem her nimmt es auch mal ein bisschen Schaden und der Sandsturm ist endlich weg. Dankeschön. Also jetzt haben wir plus 2 Angriff. Trotzdem sollten wir eigentlich gar keinen Schaden anrichten. Wir sollten gar keinen Schaden anrichten. Und deswegen, ja, wechselt. Wieso habe ich nicht sofort Ursula ausgewechselt? Wechsle ich zu Taser aus. Vielleicht wollte ich mit Taser keine Risikotackle abfangen. Kann natürlich sein, aber ja, ich hätte sofort eigentlich auswechseln sollen. Schauen wir mal. Ich mache gar keinen Schaden. Nee. Auch wenn wir 5-mal einen Volltreffer bekommen, dann wird das Frostelka nicht drauf. Ey, komm jetzt ernsthaft. Eissiegel, ich weiß, es hätte nicht wirklich viel gebracht, aber kannst du mir nicht wenigstens ein bisschen die Genugtuung geben, dass du mir ein bisschen mehr Schaden, dass du mir zeigst, dass du auf meiner Seite bist, indem du ein bisschen mehr Schaden austeilst, anstatt einfach so gar nichts an Schaden auszuteilen. Nur 2-mal treffen, jetzt triff 5-mal. Ich weiß, das dauert ein bisschen länger, das ist vielleicht für euch nervig, aber ich will einfach zeigen, ich will Eissiegel soll mir beweisen, dass es mich gern hat. Eissiegel, das ist gut, jetzt nur noch einmal. Dankeschön. Ey, wenn man auf Eissiegel einredet, dann tut es auch, was man von ihm will. Aber Foka, Pokémon sind Lebewesen. Sie sollten nicht tun, was du willst. Sie sollten tun, was sie selbst wollen. Sie sollten ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, aber wieso sperren wir sie dann in Pokébälle ein? Mach doch mal darüber Gedanken. Ihr neunmal klugen Typis da. Ich will euch nicht beleidigen. Weil ich mag euch ja eigentlich ganz gerne. So, nicht, dass uns jetzt Tali begegnet und uns ausnockt. Wir sind aber am Ende. Hä? Ach so, ich dachte, das wäre eine Rampe, die wir nicht hochkommen. Gut, diese optische Täuschung, dieses Dreidimensionale hat auch seine Nachteile, muss man sagen. Aber wahrscheinlich bin nur ich der Vollidiot, der dachte, dass man da nicht hochkommt. So, hier können wir den Fahrstuhl benutzen und dann sollten wir... Oder kommt jetzt die Siegerstraße und das war nur irgendwie so das Vorgeplänkel? Wenn Tal jetzt auftauchen sollte und uns herausfordert, haben wir verloren. Ja, wir haben alles nur geschwächte Pokémon. Alles so zum Glück im Pokécenter, sehr gut. Dann, reden wir erstmal mit dir. Er schaut sich, was? Ah, komm. Ja, ich will deine Schwärmereien hören. Du erzählst irgendwas von dieser Schlucht, die wirklich sehr, sehr toll ist. Oh, die Pokémon-Liga, wirklich einwandfrei. Mount Lanakila, super duper. Wahrscheinlich gibt's hier gar keine Siegestraße. Der Mount Lanakila ist die Siegestraße. Deswegen wurde mir auch nicht angezeigt, hey, du bist in der Siegestraße, aber der Mount Lanakila ist halt das Pendant zu einer Siegestraße. Ja, wahrscheinlich ist es so. Deswegen wurde halt auch nie gezeigt, hey, du hast die Siegestraße betreten, weil es hier offiziell gar keine Siegestraße gibt. So, Schutz ist weg, den brauchen wir aber nicht mehr. Sondern wir brauchen erstmal, wo ist jetzt der Typ oder die Dame? Wer bringt uns? Ist das die mit Herzstoppe? Ja, okay, ja, perfekt. Das ist die richtige junge Dame, die ich ansprechen wollte. Dann wollen wir Taser erstmal ein paar Items beibringen, weil wir haben ja ein paar Herzschuppen. Und falls nicht, wo können wir uns die holen? Luftschnitt. Dann habe ich gar nicht gedacht, aber Luftschnitt. Einfach für die Coverage wäre das auch nicht schlecht. Ist ja auch speziell. Ladevorgang, nee, Fadenschuss, nee, Lehmschelle, Käferbiss, auch nicht, Akrobatik, definitiv. Guillotine! Einfach so, no risk, no fun mäßig. Blitzkanone will ich ihm auch nicht beibringen. Aber Käfergebrumm, das war die Attacke, die ich Taser auf jeden Fall beibringen wollte, anstelle von Ladungsstoß und, ich würde sagen, ja, Luftschnitt bringen wir ihm auch bei. Anstelle von Agilität, Agilität setzen wir so gut wie nie ein. Ich hab's ab und zu meinem, ja, hab ich's nicht irgendwann mal eingesetzt? Hab ich Agilität schon mal eingesetzt oder hab ich das Offscreen irgendwann mal eingesetzt? Als ich wilden Pokémon begegnen. Ich gebe ihm noch nicht Luftschnitt. Ich lasse ihm erstmal die Attacken, die es hat, weil,
Ja, keine neuen Attacken. Weil ich werde erstmal schauen, welche anderen Attacken meine anderen Pokémon so lernen können. Und die will ich ihm dann auch beibringen. Zum Beispiel JJ. Was kannst du denn so schönes lernen? Diese Schuppenattacke will ich auf jeden Fall ihm beibringen. Auch wenn sie speziell ist und wir eher, ja genau, Schuppen rasseln. Was macht uns nochmal? Der Anwender erzeugt durch das Rasseln mit seinen Schuppen ein lautes Geräusch und greift an. Anschließend sinkt seine Verteidigung. Das wollen wir auf jeden Fall beibringen. Ist 110 Stärke. Himmelhieb habe ich ihm nicht beigebracht, weil ich finde, Durchbruch ist besser. Weil Himmelhieb kann halt auch daneben gehen. Bauchtrommel. Autonomie. Ja, das... Nee, ich habe gerade überlegt, sollte ich das beibringen, aber Drachentanz ist einfach deutlich besser als Autonomie. Wutanfall kann ich... Ich kann ihm auch Nahkampf beibringen? Und Wutanfall? Ein Nahkampf bringe ich ihm auf jeden Fall bei, anstelle von Durchbruch. Aber sowas von bringe ich ihm das bei. Ich will nur ganz kurz schauen. Ah, Drachenklaue... Nee, Drachenklaue will ich eigentlich behalten. Drachenklaue setze ich über Wutanfall, obwohl Wutanfall schon cool ist. Aber Nahkampf auf jeden Fall. Ich dachte, das können wir erst per Levelaufstieg lernen. Ey, das ist super. Die Dame hier... Die ist super. Ich mag dich, junge Dame. Der Besuch der alten Dame von, ich wollte jetzt gerade sagen, Friedrich Schiller. Von Friedrich Dürrenmatt. Ist auch ein gutes Buch, das ihr auch gerne mal durchlesen könnt. So, dann Schuppenrasseln bringe ich ihm bei anstelle von Steinhagel. Ich glaube, Steinhagel können wir ihm notfalls sowieso wieder beibringen, falls wir Schuppenrasseln doch nicht so gerne haben. Aber ich will zumindest einmal sehen, wie Schuppenrasseln aussieht. Ist ja, glaube ich, auch eine neue Attacke. Ist vielleicht so eine Spezialattacke von unserem JJ. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt haben wir noch zwei Attacken frei. Ich glaube, wir hatten ja insgesamt fünf Herzschuppen. Also zwei Attacken haben wir noch frei. Ich will schauen, was die anderen Pokémon so für Attacken lernen können. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge machen, weil was ich beibringen soll und was nicht. Bunker wollen wir nicht. Schnabel, Giftspitzen, nee, Rundumschutz, Dornkanone. Nee, okay. Ursula behält auf jeden Fall die Attacken so, wie die sind. Die gefallen mir so super dupi. Und dann schauen wir mal, dass wir Cruella vielleicht eine neue Attacke beibringen. Cruella, was kannst du so schönes lernen? Vielleicht Feuersturm oder so. Fände ich gar nicht mal so schlecht. Oder irgendeine Unlichtattacke? Liebreiz auch. Ja, okay, nicht so eine Unlichtattacke. Ich meine, eine Unlichtattacke, die angreifen kann. Giftwolke auch nicht. Drachenwut. Mit Drachenwut ergibt gar keinen Sinn. Das hat am Anfang viel Sinn ergeben. Das hatten wir ja schon. Okay, nee, höchstens Ränkeschmied. Aber, nee, ich glaube, Ränkeschmied wollen wir nicht lernen. Nein. Alles gut soweit. Alles Klärchen. Meine junge Dame, du kleines Bärchen. So, damit haben wir bei Cruella schon mal die Attacken so, wie wir sie haben wollen. Außer vielleicht Toxin kann ich vielleicht eine andere Attacke beibringen. Sarma schauen wir uns nochmal an. Sarma werde ich, glaube ich, Tiefschlag wieder beibringen. Weil, es gab auch schon besser. Damit wir wenigstens auch Phantomkraft. Ich glaube, wir setzen eine Runde aus, aber... Blättersturm? Phantomkraft, Schattenschuss. Das habe ich mir nicht beigebracht, das will ich auch nicht. Oh. Ist die Frage, will ich überhaupt Tiefschlag? Phantomkraft anstelle von Schattenfesseln vielleicht? Wie stark ist denn Schattenfesseln? Das Gute ist, kann ich entkommen halt, aber Phantomkraft ist halt stärker. Ich glaube, ich bringe jetzt Phantomkraft auf jeden Fall bei. Schattenfesseln ist zwar eine Spezialattacke von Sama, aber Schattenfesseln ist eine Spezialkraft von Sama, das wollte ich sagen. Aber Phantomkraft ist doch in jeder Lage besser, oder nicht? Ihr könnt mich auch gerne, wie gesagt, vom Gegenteil überzeugen. Ihr könnt es ja wieder rückgängig machen. Nehme ich mal an mit einer weiteren Herzschuppe. Aber ich denke, Phantomkraft ist besser als Schattenfessel. Ja, wie gesagt, wir setzen eine Runde aus. Aber in der Runde kann man uns ja auch nicht Schaden zufügen. Von dem her, ich sehe da absolut nichts Negatives an Phantomkraft. Schauen wir mal. Schattenstoß, nee. Aber Tiefschlag würde ich ihm doch gerne beibringen. Anstelle von Laubklänge. So, dann haben wir eigentlich einen... Oder? Ja, doch, Spezialangriff und Angriff ist mehr oder weniger das gleiche. Deswegen, Laubklinge ist zwar ein bisschen schwächer als Gigasauger, aber Gigasauger können wir halt mehr oder weniger benutzen, um unsere, ja, Leben zu recoveren. Um unser Leben zu recoveren. So, ich glaube, wir haben keine Herzschuppen mehr. Dementsprechend können wir auch, keine Attacken mehr beibringen. Oder vielleicht haben wir noch Herzschuppen.
Aber auf jeden Fall, ihr könnt mir da wie gesagt gerne Tipps geben. Ihr habt ja gesehen, was für Attacken wir alles lernen können, beziehungsweise was unsere Pokémon alles für Attacken lernen können. Ne, bei Ice Eagle habe ich es noch nicht gesehen. Oh. Habe ich vielleicht doch noch eine Herzschuppe? Nee. Schade. Ah. Hätte mir die Attacken von Ice Eagle nochmal gerne angesehen. Aber gut, wie gesagt, ihr könnt mir ja trotzdem, vielleicht wisst ihr ja auch, was Ice Eagle so lernen kann, könnt ihr mir da Tipps geben. Ich bin gerne bereit für Tipps. Heißt nicht, dass ich alles 1:1 umsetze, aber ich bin offen für Vorschläge. Ich hoffe, diese Part hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid und wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst. Bis zum nächsten Part, meine Damen und Herren. Schönen Tag, schönen Abend noch und tschüss.